Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie auch von hier oben, darf einladen zur Münchner Ministerrunde. Das ist ein besonderes Ereignis, deswegen die drei Minister, die nun da sind aus Berlin, auch gleich hochbitten auf die Bühne. Das ist ja sowas wie die drei Musketiere, die da jetzt kommen. Denn man muss sagen, CSU-Minister, Bundesminister zu sein, ist ja nicht unbedingt ein Zuckerschlecken. Denn in Berlin wartet ja nicht nur viel politische Opposition, da gibt es ja auch ganz liebenswürdige Kollegen von mir, Journalisten, die die Musketiere begleiten und ihnen das Leben nicht immer einfach machen. Hallo, Frau Aigner. Guten Tag. Thomas, servus. Grüß Gott. Ja, und... Viele von unseren Kollegen sagen, bitte nehmen Sie Platz, wir warten auf Herrn Ramsauer, bis bei der Ramsauer. Viele von unseren Kollegen sagen, naja, CSU-Bundesminister zu sein, das ist ungefähr so attraktiv wie Zahnarzt beim Weißen Hai oder auch Frauenbeauftragter in Saudi-Arabien. Also wer in der Position von hier aus nach Berlin geht, der hat es per se erstmal nicht so leicht. Aber vielleicht liegt auch darin das Geheimnis, dass häufig CSU-Bundesminister zu großer Form auflaufen und zu großem Glanz. Es gibt ja eine richtige Tradition dazu eigentlich, wenn man sich die Legenden von Fritz Schäfer bis Theo Weigel, von Höchel bis Zimmermann, von Strauß bis Seehofer hat das ja auch schon hinter sich gehabt, anschaut, da merkt man, es gilt der alte deutsche Spruch, viel Feind, viel Ehr, zuweilen. Und nun wollen wir besprechen, wie das in diesem Fall ist. Als Journalist kann ich sagen, es ist erstaunlich, dass die drei nach dieser Legislatur auch von kritischen Kollegen doch mit einem gebührenden Maß von Respekt beurteilt werden, immer noch, auch am Ende der Legislatur. Ist nicht immer so der Fall. Und kann man sagen, vielleicht hat auch die FDP ihnen den Gefallen getan, in dieser Legislatur ganz besonders ehrgeizig und zielstrebig Kritik auf sich zu ziehen. Und in den letzten Monaten gibt es auch noch einen Kanzlerkandidaten der SPD, der auch offenbar Ehrgeiz hat, alle Fettnäpfe der Republik persönlich einzusammeln. Insofern ist manches für Sie da leichter. Trotzdem erstaunlich, vor allen Dingen, Frau Aigner, mit Ihnen würde ich gerne anfangen. Es gibt da so ein paar Zitate, die lese ich in linken Medien über Sie, da muss ich schon staunen. Natürlich, wenn irgendwo ein Lebensmittelskandal ausbricht oder in Ostfriesland ein faules Ei gefunden wird, sagen alle, da ist wohl die Aigner irgendwie mitbeteiligt. Aber grosso modo ist es doch merkwürdig, der Spiegel schreibt, es läuft nicht schlecht für Ilse Aigner. Ich glaube, das ist das größte Kompliment, das die hanseatischen Medien überhaupt geben können. Ja. In der Berliner Zeitung lese ich, sie ist das freundliche Gesicht der CSU. Ja. Berliner Zeitung, auch nicht unbedingt eine Vorfeldorganisation der CSU. Aber was mich wirklich umgehauen hat, ist folgender Satz. Ja. Frankfurter Rundschau. Also wirklich nicht das, was Herr Dobrindt als der Hort des deutschen Konservativismus bezeichnen würde. Schreibt doch tatsächlich Sätze wie, wenn am Vormittag die Sonne durchbricht, also so wie heute, dann ist man jederzeit bereit, das Ilse Aigners Konto zuzuschreiben. Hoch Ilse ist zurzeit, glaube ich, ne? Hoch Ilse, es ist wirklich erstaunlich. Nun ist es so, eigentlich können Sie sich aufgrund der Nachrichten und Sachlage Ihres Themenfeldes noch nicht in die Sonne legen, sondern es geht ja munter weiter. Nächste Woche sind Sie wieder unterwegs in europäischen Angelegenheiten. Vielleicht sagen Sie uns mal, was im Moment ansteht, was uns da nächste Woche erwartet, wofür Sie als nächstes kämpfen werden. Ja, vielen Dank, Herr Weimer. Also in erster Linie geht es am Montag um die entscheidenden Weichenstellungen der gemeinsamen Agrarpolitik für die nächsten 7 Jahre, also die Grundlagen für unsere landwirtschaftlichen Betriebe. Da muss man ein Stück weit zurückgehen, sogar noch vorher wurden schon die Grundlagen von unserer Kanzlerin Angela Merkel hervorragend gestellt gegen den ursprünglichen Planungen, wo massive Kürzungen gerade bei der Landwirtschaft von Barroso geplant war, hat es hier ein ausgewogenes Ergebnis gegeben, das wirklich Angela Merkel aufs Konto zu schreiben ist. Vor allem, wenn man das vergleicht mit dem, was andere Parteien eigentlich vorgehabt hat. Die SPD rühmt sich damit, dass sie sagt, es wird nur noch in Zukunftsbereiche investiert, definitiv nicht mehr in Landwirtschaft. Ich kann nur sagen, Bayern ohne Landwirtschaft wäre auch kein zukunftsfähiges Land. Letztendlich, wir brauchen unsere Bauern ganz dringend.
Und über die Grünen will ich hier gar nichts verlieren, weil die haben sowieso die Landwirtschaft als Feindbild per se auserkoren und tun jeden Tag nichts anderes, als wie unsere Landwirtschaft letztendlich schlecht zu reden. Deshalb diskreditieren sich die schon von alleine. Um was es jetzt am Montag geht, das ist wirklich dann die konkrete Ausgestaltung der Landwirtschaftspolitik, die ist sehr kompliziert und unter 27 Ländern ist es durchaus ambitioniert, so etwas zu verhandeln. Ich habe schon ein paar Hemden mehr auf alle Fälle mal eingepackt, aber auch hier geht es um die Grundsatzfrage. Erstmal können wir das so gestalten, dass die Landwirte auch noch die Gelegenheit haben, im Stall oder auf dem Acker zu stehen und nicht nur Bürokratie letztendlich leisten müssen. Das ist eigentlich immer die Grundvoraussetzung und letztendlich geht es darum, was wollen wir fördern? Und wir wollen immer hier eine vernünftige Bewirtschaftung unserer Landwirtschaft sicherstellen und zwar flächendeckend sicherstellen. Das ist uns besonders wichtig, deshalb sind so Punkte wie eine mögliche Förderung der benachteiligten Gebiete ein ganz wichtiger Punkt, gerade für viele Bereiche in Bayern. Und es geht um die Grundsatzfrage, wollen wir Produktionsförderung oder wollen wir Bewirtschaftung von Fläche? Und ich meine, die Landwirte sollen das produzieren, wo der beste Markt dafür da ist, wo es Abnehmer sind und nicht, wo es die höchsten Prämien gibt. Und da ist eine gewisse Gefahr, dass es sich genau in diese Richtung wieder bewegt. Und das ist die Politik eigentlich der Vergangenheit, die will ich nicht mehr haben, sondern gute bäuerliche Betriebe, die gut aufgestellt sind, die sich im Markt behaupten können und die unsere Landschaft pflegen, gute Produkte herstellen und nebenbei letztendlich auch das Rückgrat der ländlichen Regionen sind. Nun sagen die Kollegen, sie kämpfen in ganz klassischer Manier in Brüssel für das Geld der deutschen Bauern. Und bevor der Vorwärts sie dann ausruft zur Schutzpatronin der deutschen Bauern, was dann bestimmt irgendwann kommen wird, die Frage, ist es nicht doch legitim, dass Barroso zum Beispiel sagt, wir müssen da mal 30% einsparen, dass die SPD und andere sagen, lass uns doch eine Flatrate-Lösung finden, oder dass Frau Künast fordert, eigentlich will ich gar keine Direkthilfen mehr. Man gewinnt ja sowieso den Eindruck, Sie sind so ein bisschen so wie diese Gegenfigur zu Frau Künast, die Anti-Künast könnte man sagen. Ja, so? Also mein Ministerium heißt, und ich fühle mich so auch als Ministerin für Landwirtschaft, bei der Frau Künast hatte man oft die Idee, das ist gegen Landwirtschaft gerichtet, prinzipiell. Aber das muss man nochmal genauer sagen, es geht hier wirklich um die Frage auch Gegenleistung für auch letztendlich Werte, die unsere Landwirte ja vor Ort auch erbringen. Also die Kulturlandschaft, so wie sie heute dasteht, ist nicht durch schlaues Daherreden entstanden, sondern dadurch, dass Landwirte über Generationen ihre Böden bestellt haben und bearbeitet haben, eine Kulturlandschaft erstellt hat. Und das ist eine Leistung, die bekommen wir sozusagen mehr oder weniger nebenbei, neben der Produktion von guten landwirtschaftlichen Gütern mitgeliefert. Und das ist gerade für unsere bayerischen landwirtschaftlichen Betriebe sehr, sehr wichtig. Man vergisst, dass gerade die kleineren und mittleren Betriebe bei uns sehr stark auch auf diese Unterstützung angewiesen sind. Da ist das Einkommen teilweise zu 50% aus diesen Zahlungen. Und hier einen Bruch zu vollziehen und sagen, wir kürzen jetzt mal kurz mal um 30% oder wie es mit einer sogenannten Flatrate, die Sie angesprochen haben, bedeutet, hier wären 15% schlagartige Kürzung gewesen. Das verkraftet ein Betrieb nicht so schnell. Und ich sage auch ganz ehrlich, nichts jetzt gegen unsere Nachbarn in Polen, aber die haben halt mal den Hektar, der ist halt in der Pacht deutlich günstiger, um ein Zehntel von dem, was bei uns die Pachtpreise zum Beispiel kosten. Und deshalb muss es hier auch eine gewisse Differenzierung geben können. Und das unterscheidet uns. Also die SPD wollte die Flatrate, die Grünen wissen sowieso teilweise nicht, was sie wollen, hauptsächlich gegen Landwirtschaft. Und deshalb setze ich mich dafür ein, dass die gute, verlässliche Bedingungen haben, die Landwirte. Also da steht sie und kämpft für die Bauern. Nun gibt es ein Themenfeld, das spielt auch bei diesen Lebensmittelproblemen manchmal eine Rolle, Stichwort Regionalität. Da hat man ja im Moment das Gefühl, dass diese neue rot-grüne Regierung in Niedersachsen das irgendwie erfunden hat und das Thema besetzt und das sei ganz cool und angesagt, auch kleinteilige Landwirtschaft und etwas. Und wenn man sich in Bayern ein bisschen auskennt, dann weiß man, dass das hier natürlich eine lange Tradition hat. Wieso ist das mit dieser Regionalität im Moment eigentlich so en vogue und wieso ist es so wichtig? Also es ist insgesamt eine Renaissance, würde ich sagen, der Heimat, der Verbundenheit mit der Heimat, mit der Region, was auch gut ist. Und wenn ich jetzt Hans-Peter Friedrich sehe, Oberfranken hat zum Beispiel eine Genussregion Oberfranken, was sehr gut ist, wo man auch mit den guten Produkten aus der, ja, wollte ich jetzt so nicht sagen, aber auf alle Fälle
Gibt es in allen Landesteilen Bayerns hier hervorragend die Qualität von Produkten? Die Menschen möchten auch wissen, woher letztendlich die Produkte kommen. Deshalb ist es gut, dass es ein Qualitätszeichen, lieber Helmut Brunner, Qualität aus Bayern gibt, das jetzt auch noch differenziert wird nach den verschiedenen Regionen. Es gibt Markenprodukte, wo man dann auch den Wert dieser Region darstellen kann. Das will ich unterstützen und deshalb setze ich mich auch auf europäischer Ebene dafür ein, dass wir zum Beispiel in der Herkunftskennzeichnung einen Schritt vorauskommen, weil die Menschen wollen verlässlich wissen, wo die Produkte herkommen, weil sie damit auch Identität verbinden. Und das ist auch gut so. Und Regionalität heißt jetzt zum Beispiel nicht, dass wenn die linken Kollegen so positiv über sie schreiben, dass sie dann auf irgendeiner Alm über dem Tegernsee, denen irgendein Kräuter auf ihren Quark gestreuselt haben, dass die das so tun? Nein, sondern das... Also ich habe sowieso den Eindruck, dass es viele gibt, die sehr viel in der Theorie über Landwirtschaft reden, aber wahrscheinlich noch nie einen landwirtschaftlichen Betrieb von Ihnen gesehen haben. Und wenn ich mir unsere Bauern anschaue, die wirklich Tag für Tag rund um die Uhr in den landwirtschaftlichen Betrieben dafür sorgen, dass es eine nachhaltige Produktion gibt, dass es ihren Tieren auch gut geht, weil die brauchen auch gute Tiere, denen es gut geht, weil sie wollen ihre Tiere nicht quälen, wie manche das versuchen, den Anschein zu erwecken, sondern sie brauchen gute Tiere, die gesund sind, die auch gute Produkte letztendlich liefern. Und das machen die Tag für Tag. Und andere machen sehr viel in der Theorie mit wenig Ahnung, muss ich immer wieder feststellen. Nun haben Sie, wir kommen gleich nochmal zur Politik zurück, nun haben Sie in den letzten Tagen auch Schlagzeilen gemacht mit einem Thema, was gar nicht jetzt mit Landwirtschaft oder Verbraucherschutz zu tun hat, sondern mit einem Kruzifix. Es gibt da einen Neubau oder einen Teilneubau in Ihrem Ministerium und Sie haben wohl im Gästeraum ein Kruzifix aufhängen lassen. Und darüber empört sich in Berlin empört man sich ja sowieso gerne, aber in diesem Fall wirklich explizit und munter, die Linke und andere und verlangen von ihnen, das Kruzifix wieder abzuhängen. Und das macht doch einigermaßen Schlagzeilen, weil dahinter offenbar ein Kulturkampf vermutet. Vielleicht können Sie mal erzählen, was ist Stand der Dinge? Hängt es noch oder haben Sie es jetzt abhängen lassen? Ja, es hängt noch und solange ich in diesem Haus bin, wird es auch noch hängen. Ja. Also es ist schon eine längere Geschichte und ich bin da immer wieder konsterniert, wie es in manchen Regionen und auch manche Parteien damit umgehen. Vor 2 Jahren ungefähr habe ich einen Verbindungsbau eben in meinem Ministerium eingeweiht und für mich war es eine Selbstverständlichkeit, dass das Gebäude gesegnet wird von einem evangelischen und einem katholischen Vertreter natürlich. Es war eine sehr würdige Veranstaltung. Der Personalrat hat mich zur Rechenschaft gezogen, dass ich das nicht darf. Ich habe es trotzdem gemacht. Und das Zweite war dann eben, dass in einem Besucherraum im Rücken der Besuchergruppen, also nicht mal an der Front, ein Holzkreuz, nicht mal ein Kruzifix, sondern ein Holzkreuz, schlichter kann es gar nicht gehen, auf Holzwand angebracht wird. Für mich ist das ein wichtiges Symbol, weil ich nicht nur den Wählern verantwortlich bin, sondern auch Gott verantwortlich bin für die Entscheidungen, die ich in diesem Haus treffe und ich finde es gut und richtig, dass man dieses auch zum Ausdruck bringt. Und dass es dann... Und dass ich mich dann Anfragen von den Linken erwehren muss, das wundert mich jetzt noch nicht so sonderlich, aber dass gerade eine Besuchergruppe der Grünen, die sich ja eine so bürgerliche, katholische und evangelische Welt sozusagen nach außen aufbauen, dann diejenigen sind, die mich auffordern, das Kreuz abzuhängen, das finde ich dann schon bemerkenswert. Und da sieht man mal wieder das, was nach außen der Schein erweckt wird und das, was wirklich innen drin ist, sind 2 Paar Stiefel bei den Grünen. Das ist der Unterschied. Und wenn die aus der Opposition nun klagen und sie juristisch belangen wollen in dieser Frage, denn das ist offenbar angekündigt? Also ich habe Gott sei Dank vom Hans-Peter Friedrich als zuständigen Innenminister mich auch absichern lassen, dass das in Ordnung ist und ich gehe davon aus, dass der Hans-Peter Friedrich auch in Zukunft an meiner Seite stehen wird. Als Verfassungsminister habe ich seinen Flankenschutz und da bin ich mir ganz sicher, dass das gut funktionieren wird. Herr Ramsauer, die Tagesschau hat in einem Porträt über Sie mal behauptet, der Mann ist Freigeist und Haudegen in einer Person. Welcher Geist? Freigeist. Frei. Freigeist oder Feingeist?
Fein. Fein. So war es richtig. Gut, dass wir das geklärt haben. Also jedenfalls ein Geist. Denn was ja bei Ihnen schon aber auffällt, auch. Okay. Es gibt beides, ja wirklich beide Welten, sie verkörpern beides, also der Eton-Schüler und das oberbayerische Urgestein, der Konzernpianist und der Klartexter, der promovierte Ökonom und der Müllermeister. Die Frage, wenn man so ans Ende der Legislatur geht und sagt, hör, der Ramsauer in Berlin, war das jetzt mehr Feingeist oder war das mehr Haudegen? Man muss beide Eigenschaften und noch einige zusätzlich zur Geltung bringen. Was offensichtlich in vielen anderen Medien völlig vergessen ist, dass ich 5 SPD-Vorgänger hatte, 11 Jahre lang, die halt 11 Jahre lang eine andere Politik betrieben haben im Bereich Bauen und im Bereich Verkehrsinfrastruktur. Und diese Dinge, die kann man innerhalb von wenigen Jahren nicht restlos aufarbeiten, aber wir sind ganz gut dabei, die Bugwelle abzuarbeiten. Herr Weimer, darf ich eins schon noch schnell sagen, das hilft der Ilse auch. Ich habe vor 2 Jahren im großen Eingangsportal meines Ministeriums ein Kruzifix aufgehängt. Das haben die meisten bloß noch nicht gespannt, die sich jetzt auf die Ilse geworfen haben. Ich habe nur Beschwerden vom Personalrat gehabt und da haben sich ein paar Mitarbeiter beschwert. Sie könnten da jetzt nicht mehr vorbeigehen, wenn Sie in der Früh kommen. Denen habe ich ausrichten lassen, dann sollen Sie gefälligst über die Hintertür kommen. Wir haben im Ministerium nicht nur ein Hauptportal und seitdem kommen die offensichtlich durch die Nebeneingänge, wenn es denen nicht anders gelingt, ins Ministerium zu gelangen. Bitte schön. Ja. Nun haben Sie ja Glück gehabt in dieser Legislatur, weil die beiden Themen Wohnungsbau und Infrastrukturfinanzierung, die traditionell als eher langweilig unter Journalisten gelten, auf einmal richtig heiß geworden sind, aus verschiedenen Gründen. Und dann wird die Leistung in Ihrem Ministerium häufig danach bemessen, kann der Geld organisieren für die Infrastruktur. Nun ist es politisch ja interessant, Teile der Opposition wollen ja gar kein Geld mehr organisieren für die Infrastruktur, sondern das brauchen wir gar nicht. Sie haben ja da nur eine explizit andere Position und legen sich ja auch zuweilen mit der CDU an. Ja. Warum eigentlich? Es geht genau um das, was Sie gesagt haben, die Sicherstellung einer ausreichenden Infrastrukturfinanzierung. Ich habe in der Woche, und weil Sie gerade sagen, da hört man jetzt seit einigen Jahren wieder sehr viel davon. Ja, das ist ganz klar, wenn man überall anschiebt und zwar an Brennpunkten. Das hat natürlich dann auch Interesse um Menschen, die Öffentlichkeit, die Wirtschaft, die Arbeitsplätze hängen davon ab. Und man merkt es, wenn etwas nicht funktioniert, was das für Auswirkungen hat. Wir mussten vor kurzem eine große Autobahnbrücke bei Leverkusen über den Rhein wegen Baufälligkeit sperren. Ich war gestern in Brunsbüttel, wir mussten den Nordostseekanal wegen Baufälligkeit der Schleusen dort sperren. Wer sich die Autobahn anschaut zwischen Rosenheim und Salzburg, Nachkriegszustand, das geht so nicht. Ich war der SPD nicht dankbar, der CDU dankbar, dass die vor 3 Monaten einen Parteitagsbeschluss gefasst haben, dass in der nächsten Legislaturperiode für die Straße allein 5 Milliarden zusätzlich bereitgestellt werden. Das ist pro Jahr ein Viertel Milliarde mehr. Und das habe ich dann natürlich gleich dankbar, ja, Moment, nicht zu früh klatschen. Das habe ich sofort dankbar eingestellt in meinen Vorschlag für meinen Haushalt im nächsten Jahr. Letzten Mittwoch war die Kabinettsentscheidung über die Eckwerte. Die CDU hat, leider muss ich sagen, dies nicht akzeptiert und zum erstmöglichen Zeitpunkt ihren eigenen Parteitagsbeschluss vergessen vom Dezember. Jetzt sage ich aber, wenn das schon so ist, dann muss die CDU, und ich ersuche die CDU inständigst darum, dann muss sie wenigstens den Weg von uns, der CSU, nachvollziehen, eine PKW-Maut einzuführen, wenn sie das andere schon nicht will. Ich kann nicht beides nicht wollen. Wenn ich das eine nicht will, muss ich sagen, PKW-Vignette oder wie auch immer etwas Ähnliches wäre heute von Ihnen allen hierher nach München gefahren ist, der hat doch auf den Autobahnen mehr ausländische Kennzeichen gesehen als deutsche Kennzeichen. Und die müssen wir mit rannehmen. Applaus
Nun machen die Grünen ein bisschen Stimmung zum Thema Tempolimits und die Frage Tempo-30-Zonen, die überall ausgeweitet werden, und sie wähnen sich auch da im zeitgeistigen Feld, wie Herr Dobrindt das genannt hat. Wie stehen Sie eigentlich dazu? Das ist auch so eine grundideologische Auseinandersetzung. Ich habe mir zum Motto gemacht, als Bundesverkehrsminister, Mobilität in jeder Form ermöglichen und nicht verhindern. Die Grünen sehen es umgekehrt. Die sagen, weit möglichst Mobilität verhindern, statt zu ermöglichen. Also das ist so ähnlich, wie die Ilse gerade gesagt hat, Bundesministerin für oder gegen Landwirtschaft. Bei den Grünen heißt es Politik für oder gegen Mobilität. Das sind so Grundauseinandersetzungen, die wir ganz offen führen müssen. Mit mir als Bundesverkehrsminister wird es ein generelles Tempolimit auf Autobahnen nie geben. Ich glaube auch nicht mit der CSU in politischer Verantwortung. Und dazu gehört auch, ich bin ja auch da mit meinen 26 Kollegen in Europa ständig drüber im Gespräch, die sehen alle, welche Regelungen wir auf deutschen Autobahnen haben, dass wir bei 40% unserer knapp 13.000 Kilometer Autobahnnetze in Deutschland temporäre oder flexibel regelbare Tempobeschränkungen haben, je nach Wetterlage, je nach Verkehrslage, und dass unsere deutschen Autobahnen die sichersten Autobahnen der ganzen Welt sind. Unser Problem sind Landstraßen und so weiter, das ist eine völlig andere Frage. Und das Kurioseste war, mein englischer Verkehrsminister, Kollege, hat kürzlich zu mir gesagt, Peter, könntest du mir nicht mal Argumente geben, dass wir das Tempolimit auf den englischen Motorways wieder raufsetzen können? Bravo, der Mann hat recht. Er bekam die Argumente auch. Also ich sehe, beim Thema Tempolimit legen Sie sich gerne mit den Grünen an, bei der Finanzierung sogar mit der CDU, haben wir eben gelernt. Kommen wir mal zu dem zweiten großen Themenfeld, Wohnungsbau. Das war ja auch so etwas, wo man vor ein paar Jahren dachte, na ja, also das Thema hat sich weitgehend erledigt. Irgendwie war auch das Wort sozialer Wohnungsbau so interessant wie das Wort Gamasche oder Absinth. Das kam irgendwie aus einem anderen Jahrhundert. Und jetzt auf einmal ist alles anders. Der soziale Wohnungsbau ist auf einmal wieder ein Thema. Überhaupt Wohnungen zu bauen ist ein Thema. Wie sieht denn da Ihre Bilanz aus? Also da ist es auch so ähnlich, wie Sie vorhin das Bild gebracht haben mit dem Zahnarzt und dem weißen Hai. Für den Zahnarzt ist das eine besondere Herausforderung, dem weißen Hai ein Gebiss, ein beißfähiges Gebiss zu verleihen. Ähnlich ist es bei der Aufgabe, den Bau von Wohnungen, egal ob Mietwohnungen oder im Bereich des Eigentums, anzukurbeln. Wir hatten einfach in dem ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts strukturell wesentlich zu wenig Wohnungsbau. Und ich spreche hier von einem Dreiklang. Wir müssen den Wohnungsbau, ich sage beide Bereiche, Mietwohnungsbau genauso wie Eigentum, insgesamt ankurbeln, denn gegen Verknappungen von Wohnraum und demzufolge Steigerung von Immobilienpreisen oder Mieten hilft grundsätzlich nur Bauen, Bauen und Bauen. Wenn ich allerdings Investoren Hemmnisse, auch ideologisch geprägt, in den Weg lege, dann brauche ich mich auch nicht zu wundern, wenn zu wenig gebaut wird. Wir haben jetzt seit 3 Jahren erheblich, ganz deutlich ansteigende Zahlen bei den Genehmigungen und bei den Baufertigstellungen. Also wir sind auf einem sehr guten Weg. Und Bayern, lieber Ministerpräsident, ist an der Spitze der Bewegung unter allen 16 Bundesländern. Können wir stolz drauf sein. Sodass wir alle Chancen haben, dass wir die Defizite abbauen. Also Punkt Nummer 1. Wohnungsbau insgesamt ankurbeln. Wir haben Vorschläge dazu gemacht. Zweitens, die soziale Wohnraumförderung anzukurbeln, Renaissance des sozialen Wohnungsbaus. Auch hier ist mit den Mitteln des Bundes, die Länder bekommen, pro Jahr 518 Millionen dafür. Auch hier Bayern an der Spitze des Einsatzes dieses Geldes. Und das Dritte in diesem Dreiklang, natürlich eine mietrechtliche und eine sozialpolitische Flankierung des ganzen Mietwohnungsgeschehens, damit Wohnraum auch bezahlbar bleibt. Diese Dinge haben wir sehr ausführlich, da meine ich jetzt Bayern, Bayerische Staatsregierung, Joachim Herrmann, Kabinettsbeschluss vom Dienstag, glaube ich, dieser Woche, und auch seitens des Ministeriums, wunderbar, ich sage kongenial, beschlossen.
Und da sind Dinge dabei, die kann man gleich anpacken. Freistaat Bayern tut es über den Bundesrat. Und manche Dinge, wie beispielsweise die Wiedereinführung der degressiven Abschreibungsmöglichkeiten, das auch investiv angepackt und gut finanziert wird, das zieht sich natürlich über die Wahl hinaus und wird Gegenstand von dann wieder Koalitionsgesprächen für den Koalitionsvertrag. Vielen Dank, Herr Ramsauer. Kommen wir zu Herrn Friedrich. Da ist die Gefechtslage im Moment, ja, man möchte sagen, ernster, in manchen Themenfeldern sogar bitterernst. Gerade in diesen Tagen erreichen uns ja Nachrichten über Salafisten, über Festnahmen. Drei Vereine sind verboten worden. Die Kollegen, die über terroristische Aktivitäten berichten, melden, dass auch die Geheimdienstnachrichten intensiver werden. Die Sorge ist groß. Auch diese Anschlagsgeschichte im Rheinland ist ja noch nicht ganz aufgeklärt. Sagen Sie uns mal, wie gefährlich ist das? Wie gefährlich ist die Situation wirklich? Also wir haben in Deutschland ca. 4.500 Salafisten. Das sind natürlich nicht alles Terroristen. Es sind Fundamentalisten. Und auf ihrer Ideologie baut etwas auf, was sich in bestimmten Teilen in Gewalt umsetzt. Und alle islamistischen potenziellen Terroristen, die wir festgenommen haben in den letzten Jahren, hatten Kontakt in irgendeiner Weise zum Salafismus. Deswegen ist diese Bewegung vom Verfassungsschutz seit 2010 unter Beobachtung. Und ich glaube, dass es notwendig war, jetzt auch aufgrund der Beweislage im letzten Jahr schon ein Verbotsverfahren zu starten. Wir haben damals im Juni 100 Wohnungen in Deutschland durchsucht, konnten das Netzwerk, das in Deutschland existiert, weiter aufklären. Und aufgrund der Ermittlungen, die jetzt möglich wurden, habe ich drei weitere Organisationen verboten. Wir sehen, dass eine große Gefahr im Land entsteht, aber wir sehen auch, dass ein Netzwerk ins Ausland besteht, insbesondere in Richtung Ägypten. Wir sehen, dass Menschen aus Deutschland ausreisen nach Ägypten, von dort aus möglicherweise nach Mali, jedenfalls aber nach Somalia. Und wir haben eine zunehmende Tendenz, dass Islamisten aus Europa, das bestätigen auch die Kollegen in den übrigen Ländern, die Innenminister der Kollegen in Europa, ausreisen nach Syrien. Und hier scheint sich ein neues Gefahrenpotenzial, je nachdem wie die Instabilität sich dort weiterentwickelt, aufzuschaukeln. Und für uns muss ganz klar sein, neben der Zusammenarbeit mit den internationalen Organisationen zur Abwehr der Salafisten und der Terroristen vom Ausland, dafür zu sorgen, dass wir den hausgemachten Terrorismus, Homegrown Terrorism, in Deutschland dadurch bekämpfen, dass wir die Organisationen auch konsequent verbieten und ihre Kreise sozusagen stören. Verbote sind nun das eine und ich glaube, da haben Sie natürlich die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung eindeutig hinter sich. Wie ist es mit Ausweisungen? Es wird ja häufig diskutiert, ob das nicht ein probates Mittel ist und ob man das nicht intensivieren soll. Es gibt aber da auch Einwände. Wie stehen Sie dazu? Wir haben die Möglichkeit, juristisch Verbrecher, Gewalttäter auszuweisen. Ich werde der Innenministerkonferenz im Mai einen Gesetzentwurf vorlegen, in dem ich vorschlagen werde, dass wir neben dem extremistischen Verbrechern künftig auch Extremisten, die sich religiös fanatisiert haben, ausweisen können, also eine Verschärfung vornehmen. Ich werde das, wie gesagt, den Innenministern der Länder vorschlagen, sodass es möglich sein wird, sofern sie nicht deutsche Staatsangehörigkeit haben, solche Salafisten und Hassprediger dann, wenn sie unangenehm auffallen, auch des Landes zu verweisen. Nun könnte das so eine Frage sein, wo man möglicherweise mit der Opposition auch wieder aneinander gerät, weil die das anders sieht, wie zum Beispiel bei der Frage der doppelten Staatsbürgerschaft. Da gibt es ja auch eine heiße Debatte inzwischen und SPD und Grüne sind da sehr dafür. Wahrscheinlich auch deswegen, weil nach Studien nur 3% der dann eingebürgerten Union wählen würden, wenn ich das rede, oder so in dieser Größenordnung. Ist das der Grund, warum Sie dagegen sind? Ich bin der Meinung, wenn jemand in ein Land kommt und sagt, ich möchte in diesem Land leben, jetzt in der Zukunft, ich möchte, dass meine Kinder, meine Enkel hier zur Welt kommen,
dann muss er sich auch zu diesem Land bekennen. Und dann, kann er nicht mit Netz und doppeltem Boden sagen, aber ich möchte da noch eine Staatsangehörigkeit und da und mir vielleicht noch die eine oder andere Hintertür aufrechterhalten. Aber vor allem gibt es auch ein wesentliches Argument, was mögliche Interessenkonflikte angeht. Ich war vor 4 Wochen in der Türkei und wurde in allen Gesprächen mit dieser Frage konfrontiert, doppelte Staatsangehörigkeit. Das sei doch wichtig für die Integration. Und wissen Sie, ich habe keine Lust, nochmal zu erleben, wie Herr Erdogan hier in Deutschland auftritt, eine Wahlkampfrede hält, unsäglich, und im Grunde deutlich macht, dass er die bei uns lebenden türkischen Staatsbürger als seine Interessenvertreter in Deutschland sieht. Und deswegen kann ich diesen Interessenkonflikt nicht akzeptieren. Im Übrigen, wenn ich das noch sagen darf, haben wir einen ganz aktuellen Fall. Ein Mann, der aufgewachsen ist, geboren ist in Berlin, aufgewachsen ist in Berlin und der Verdacht steht, einen Mord begangen zu haben am Alexandersplatz. Der ist mit einem Mal in die Türkei ausgereist und bei der Frage, liefert ihr ihn aus, kriegen wir jetzt zu hören, der ist ja türkischer Staatsbürger. Auch daran wird deutlich, welche Konfliktsituation auch in juristischer Hinsicht eintritt, wenn jemand mehrere Staatsbürgerschaften hat. Und auch deswegen halte ich das für einen großen Fehler und bin nicht bereit, das zu akzeptieren. Und wir wollen nicht die Konflikte anderer Länder bei uns im Land haben. Ich kann nicht akzeptieren, dass es irgendwann mal deutsche Kurden gibt, die gegen deutsche Türken kämpfen und wir die Probleme, die andere verursacht haben, bei uns im Land austragen. Und deswegen muss es in dieser Frage eine klare Haltung geben, keine doppelte Staatsangehörigkeit. Das ist nicht der richtige Weg, wie man eine gemeinsame, harmonische Gesellschaft baut. Also das sind zwei Themenfelder, wo Sie eine sehr klare Position beziehen und das auch entschieden formulieren. Es gibt ein drittes, was im Moment heiß diskutiert wird, das ist die Zuwanderung aus Bulgarien und Rumänien. Da gibt es ja offensichtlich eine große Bewegung und es gibt auch Probleme und Fragen, wie man damit umgeht. Und Sie haben auf europäischer Ebene erstmal gesagt, nein, zu dieser vollkommenen Schengen-Freigabe, denn wir müssen das anders organisieren. Sehen Sie sich da als ein Sheriff gegen massive, unkontrollierte Einwanderung oder wie sehen Sie Ihre Rolle? Schauen Sie, da geht es auch um eine ganz grundsätzliche Frage. Wenn wir den Menschen in Europa nicht klar machen können, dass Europa und alle Gesetze und Konstruktionen, die wir da uns vornehmen, ihre Interessen wahrt und wie Wilfried Scharnagl mal formuliert hat, die Frohbotschaft Gefahr läuft, zur Drohbotschaft zu werden, dann machen wir einen Fehler. Es geht darum, Europa richtig zu bauen. Und deswegen habe ich in dieser Frage gesagt, wir müssen die Kirche im Dorf lassen und dafür sorgen, dass die Dinge dann zueinander gebracht werden, wenn sie reif sind. Das trifft zu in der Frage der Schengen-Vollanwendung für Bulgarien und Rumänien. Wenn Bulgarien und Rumänien bis heute nicht in der Lage ist, das Thema organisierte Kriminalität bei allen Verbesserungen, die erreicht worden sind in den letzten Jahren, komplett in den Griff zu bekommen. Wenn Korruption weiterhin blüht und die Justiz nur sehr halbherzig sich dieses Themas annimmt, dann besteht eine Gefährdung für den gesamten Schengen-Raum, wenn diese Länder zu früh in die Schengen-Vollanwendung kommen. Ich habe das mit den Innenministern Rumäniens und Bulgariens besprochen. Ich habe gesagt, ihr seid noch nicht so weit, wir wollen das bitte nicht zur Entscheidung bringen. Es war leider so, dass der rumänische Innenminister es wissen wollte und bis zum Schluss darauf bestanden hat, dass es eine Abstimmung gibt. Und deswegen habe ich klipp und klar gesagt, ich werde bei dieser Abstimmung, und das gilt das Einstimmigkeitsprinzip, mein Veto einlegen, das heißt nicht zustimmen und damit war das Thema vorläufig erledigt. Wir werden uns Ende des Jahres, wenn neue Berichte vorliegen, wieder damit befassen, wie wir das in den vergangenen Jahren gemacht haben. Aber eines steht doch fest, wir haben gemeinsam Bulgarien und Rumänien zu früh in die Europäische Union genommen. Und jetzt können wir nicht einen Fehler gleich mit dem allernächsten beantworten.
Und deswegen gibt es in dieser Frage auch, wie gesagt, eine klare Auffassung. Ich denke nicht nur der CSU, sondern der ganzen Bundesregierung. Ich habe jedenfalls keine Kritik bisher gehört. Ich habe zum Abschluss der Gesprächsrunde an jeden noch eine politische und eine persönliche Frage. Erstmal die politische, Frau Aigner. Woran wird sich dieser Wahlkampf entscheiden? Und zwar der auf Bundesebene und der in Bayern. Was ist da Ihre Einschätzung? Worum geht es eigentlich? Also in erster Linie wird es darum gehen, wen die Menschen am ehesten zutrauen, das Land, und zwar egal, ob das jetzt Deutschland oder Bayern ist, zukunftsfähig auch weiter zu regieren. Wir sind in beiden Bereichen erfolgreich, das kann man an allen Parametern messen. Und ich glaube, dass die Menschen das auch erkennen, dass zwischen Blabla sozusagen und Ankündigungen ein Riesenunterschied ist zwischen der verantwortungsvollen Politik, die teilweise über Generationen oder über Jahrzehnte erfolgreich ein Land gestaltet hat. Und an Bayern kann man es im Vergleich zu anderen Bundesländern am allerbesten sehen. Dann die persönliche Frage, wenn Sie das so sagen, gleich anschließend. Werden Sie dieses Haifischbecken in Berlin vermissen? Also Berlin und die Kolleginnen und Kollegen werde ich mit Sicherheit auch vermissen. Also das wäre ungerecht. Auch der Bundestag ist natürlich ein spannendes Feld. Das wäre wirklich ungerecht, ganz im Gegenteil. Aber auf der anderen Seite gibt es eine ganz klare Entscheidung. Und in der Kurzfassung könnte ich das jetzt fast angelehnt an einen bayerischen Sender sagen, daheim ist daheim. Und Sie lassen ja schließlich ein Kruzifix in Berlin zurück, ja, von dem also wir hoffen, dass es möglichst lang dann hängt. Ich hinterlasse es, genau. Da gucken wir mal, was der oder die Nachfolgerin macht daraus. Herr Ramsauer, es ist ja häufig heute gesagt worden, die Zahlen Bayern sind so gut und Bayern ist nach allen, Sie haben das ja selber gesagt, nach allen Kriterien vorne. Können Sie mal jenseits der Aussage, dass es Ihre Politik ist oder die der CSU, erklären, warum? Warum ist Bayern eigentlich über einen langen Zeitraum erfolgreicher als andere Länder? Gibt es da etwas, was über die CSU hinausgeht, bitte? Ja, über die CSU hinaus geht beispielsweise unser Grundsatz Leben und Leben lassen und der Zukunft zugewandt. Und nach dem ist in den 60er und 70er Jahren schon Politik gemacht worden, wenn wir in Bayern, im Freistaat Bayern heute im Grunde genommen überall vorne sind, dann sind die Wurzeln dafür gelegt worden in den 60er und 70er Jahren durch Franz Josef Strauß, ganz, ganz maßgeblich, Alfons Goppel, obwohl, jawohl, Wilfried Schanau geklatscht, genau, obwohl er dies gegen erbitterte Widerstände und dem linken Zeitgeist von damals, diesem Ungeist, der er eigentlich war, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre durchsetzen musste. Und diese Früchte, die dürfen wir heute nicht nur ernten, sondern sie auch weitertragen. Wenn man ständig Gäste aus aller Welt hat und in einem solchen Amt auch ständig viel unterwegs sein muss, dann verbinden die Menschen in aller Welt mit Deutschland zum einen Fleiß, aber vor allen Dingen Bavaria, BMW, Audi, Siemens, FC Bayern natürlich und vieles mehr. Das alles ist das, was uns Bayern in der Weltspitze und respektiert macht. Die persönliche Frage bei Ihnen zielt, weil Sie das vorhin so explizit gesagt haben und die CDU so ein bisschen an den Ohren gezogen hat, auf Ihr Verhältnis zu Schäuble. Sie haben dem ja doch den einen oder anderen Euro auch locker gemacht für Ihr Ressort, waren da nicht ganz unerfolgreich. Jetzt gibt es da einen Konflikt. Wie ist eigentlich Ihre persönliche Beziehung? Das ist eigentlich sehr gut. Wir haben auch im Schwarzwald gute Verkehrslösungen gefunden, ohne Bayern zu benachteiligen. Er kennt meine Probleme natürlich als Finanzminister, das ist ganz klar. Und deswegen war es auch hilfreich, dass wir über den normalen Plafond, wie wir das nennen, hinaus im Jahr 2011 für 12 eine Milliarde zusätzlich locker gemacht haben und jetzt für dieses Jahr nochmal eine Dreiviertelmilliarde zusätzlich für die gesamte Verkehrsinfrastruktur, von dem sehr viel nach Bayern fließt, weil Bayern auch in der Planung spitze ist und am allermeisten sofort umsetzbare Projekte hat. Und wenn jemand nicht plant, dann schmeiße ich ihm kein Geld hinterher, sondern Geld gibt es für diejenigen, die baureife Projekte haben, und da ist Bayern auch ganz vorne. Das weiß auch der Finanzminister in Berlin
Und deswegen ist er insofern gut verhandelbar und vor allen Dingen, er sagt klipp und klar, die Einführung einer PKW-Maut ist mehr als überfällig. Danke, Schäuble. Herr Friedrich, wir haben ja drei ganz heiße Themen vorhin besprochen. Glauben Sie eigentlich, dass eines dieser Themen oder das Themenfeld im Wahlkampf noch größer relevant werden? Frau Aigner sagt, es ist ein Kompetenz- und Vertrauenswahlkampf im Wesentlichen. Oder werden Sie das dazu machen? Also ich hoffe nicht, dass das Thema innere Sicherheit auf der Agenda der Bevölkerung ganz nach vorne kommt, durch aktuelle Anlässe. Aber ich denke, das Thema Europa und wie bauen wir dieses gemeinsame Europa richtig weiter, das ist ein Thema, das wir schon im Wahlkampf auch thematisieren müssen. Weil ich glaube, dass wir zwischen den unterschiedlichen Sichtweisen der SPD, der Grünen auf der einen Seite und der Union doch erhebliche Unterschiede haben, die wir den Menschen auch nahebringen müssen. Das Thema, wir wollen ein gemeinsames Europa haben, weil wir wissen, dass es unsere Zukunft ist, aber wir wollen auch, dass die Interessen unserer Menschen, die berechtigten Interessen bewahrt werden, das wird, glaube ich, eines der wichtigen Themen sein, ist auch eine Frage der Gerechtigkeit. Und insofern passt es auch zu diesem Wahlkampf, der vor uns liegt. Die persönliche Frage, die ich habe, die zielt ab auf Ihr Abzeichen, was Sie, glaube ich, immer tragen. Ich habe es auf ganz vielen Fotos gesehen, wenn man Sie sieht. Ja. Immer, oder? Sogar im Schlafanzug. Ja. Sogar im Schlafanzug hat er das, ja. Also das fällt mir als Journalisten natürlich sofort auf und da frage ich mich, was ist das und warum tragen Sie das so konsequent? Also sind Sie ein besonderer Patriot oder? Nein, aber ich, schauen Sie, ich bin nun schon etwas älter als Sie und als ich jung war, da war es, als ich in der Jungen Union war in den 70er Jahren, da war es verpönt mit Schwarz-Rot-Gold und Nationalhymne, das haben wir natürlich trotzdem gemacht, ja, als JUler. Und dann habe ich mich so gefreut, als 2006 mit einem Mal die Weltmeisterschaft in Deutschland war und alle jungen Leute mit Schwarz-Rot-Gold durch Berlin, durch München, durch unsere Städte gelaufen sind und plötzlich unser Symbol, das Symbol unseres Landes, ja, sozusagen ganz on top war. Und ich habe gedacht, das müssen wir aufrechterhalten. Wir stehen zu Schwarz-Rot-Gold, wir stehen als Patrioten zu diesem Land, zu der Zukunft dieses Landes. Und deswegen habe ich auch dieses Abzeichen, das die Fraktion jedem Abgeordneten in einer begrenzten, limitierten Stückzahl gegeben hat, zum Patriotenorden erklärt, den ich feierlich verleihe, ja, auch in meinem Wahlkreis und immer sage, und wenn du den anlegst, dann bitte immer die Nationalhymne wenigstens summen. Das verspricht mir jeder und wenn Sie mir das auch versprechen, kriegen Sie ihn von mir. Oh. Oh. Kein Loch. Ja, kein Loch. Ja. Na. Also das finde ich jetzt wirklich großartig, ja. Vom Innenminister einen Orden überreicht zu bekommen. Da war ich jetzt nicht drauf gefasst. Patriotenorden. Nehme ich natürlich ehrfurchtsvoll und gerne an. Ich erspare Ihnen das Singen der Nationalhymne. Aber ich kann Ihnen vielleicht mit einem Zitat von Thomas Jefferson weiterhelfen, der sagt, der Baum der Heimat lebt vom Saft des Patriotismus. Insofern war es ein saftiges Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen allen, auch für die Offenheit und Klarheit der Worte. Der Zahnarzttermin ist damit vorbei und nun lauschen wir den Worten des großen Vorsitzenden. Haben Sie herzlichen Dank. Danke.